Wie wird sich die Arbeitswelt entwickeln? Das ist eine schwierige Frage. Die Kandidaten werden anspruchsvoller und sie werden nicht mehr. Das heißt, die Unternehmen müssen ihre Zielgruppen sehr genau kennen. Es ist Generation Z, das sind die ganz Jungen, die kommen jetzt so langsam, die sind jetzt so 15, 16, die kommen jetzt bald in die Phase rein, wo sie mitarbeiten und gestalten wollen. Also ich glaube, dass es ein paar schwere Hürden gibt, die es für uns zu überwinden sind, und ich denke, die größte dabei ist unsere eigene Unsicherheit. Wir sehen nach unserem Schulabschluss, sehen wir ein großes schwarzes Loch, viele Fragezeichen, und wir sehen ganz viel Ungewissheit. Und wir können uns kaum vorstellen, was uns da draußen erwartet. Dann gibt es die Generation Y. Eine spannende Herausforderung, die wir gerade erleben, ist, dass 70% der Entscheider in Unternehmen von der Babyboomer-Generation besetzt ist. Da entstehen Konflikte. Viele Babyboomer reden momentan eben viel über uns, und das ist das Problem, weil alle reden sie über uns, statt mit uns zu reden. Die Babyboomer faden so hinten so langsam raus, sind aber eigentlich auch ein ganz tolles Potenzial, weil die haben gelernt, wie man effizient arbeitet, die haben viele Erfahrungen gesammelt, die haben auch die analoge Welt noch kennengelernt. Klar, müssen wir ganz einfach offen auf den Arbeitsmarkt zugehen, nicht dann denken, ach, die sehen uns alle schon so an, 50 plus, wir sind alt und will's keiner mehr. Alle denken, wir sind nicht mehr flexibel. Offen sein, denn jetzt geht's erst richtig los, mit uns ist zu rechnen. Was den Menschen da draußen fehlt als Nummer eins, ist eine Haltung der Unternehmen. Eine Haltung, die spürbar ist, dass die wissen, dass ein Unternehmen, das ist stolz auf das, was es macht, und ich möchte gerne Teil dieses Unternehmens sein.